Großartig war es. Und dann war Folgendes, ich hole ein Bier für mich und meinen Kumpel und ein Typ springt mich, also ich wurde auch viel angesprochen, ne? Und ich klatsch ab, aber ich mache keine Fotos. Wenn ich damit anfange, kommen Leute an. Und beim Konzert geht es nicht um mich oder so und dann ist es peinlich, da auf so einem Open Air zu stehen und mit Leuten Fotos zu machen. Ja. Und dann habe ich einen Schnack, einer ruft, ey Olli, machst du ein Foto mit mir? Und ich so, Fuffi. Rufe ich immer dann, dass ich für einen 50er und jeder lacht, jeder versteht, dass es ein Gag ist. Der Typ aber so guckt mich an, ich bin dann aber weitergegangen und hat mir heute Morgen geschrieben, ich fand es so asozial, dass du 50 Euro für ein Foto haben wolltest. Und dann habe ich zurückgeschrieben, das war ein Witz, du Eumel. Er so, ja, hättest ja trotzdem das Foto machen können dann, du Arschloch. Und dann habe ich geschrieben, bla bla bla, weil er gleich sofort angefangen hat, mich zu beleidigen. Und dann bin ich so müde und dann denke ich, man ist es ja auch echt, man will ja auch, dass Leute sich nicht verletzt fühlen oder sonst was, aber man kann, irgendwo ist dieser Punkt, wo du dir nicht mehr Leuten erklären willst, was ein Witz ist. Und natürlich hat jeder lacht darüber, wenn ich sage, Fuffi, keiner denkt doch, dass ich da die Hand aufhalte und 50 Euro für ein Foto will. Das ist einfach ein witziger Spruch und der hat das so ernst genommen. Das hat mich so ermüdet. Das ermüdet mich manchmal so sehr. Auch manchmal mehr, wenn ich hier diese Sendung moderiere. Aber mein Gott, man muss das dann sich die Zeit nehmen. Ne? Man ist ja auch ein Dienstleister. Oder ja, wie siehst du das? Man ist Dienstleister am Zuhörer und am Zuschauer und ich bin auch immer für, auch aus der Gruppe, wo zwei keine Maske getragen haben, sagt euch, können wir ein Foto machen? Ich saß dann einfach da, ich hatte einfach keinen Bock, mit irgendjemandem zu reden. Ich weiß nicht, Foto geht leider nicht, weil ich bin privat. Ich bin umgestiegen auf Jogginghosen-Style. Ich habe gedacht, ich bin jetzt in meinen späten 30ern. Und jetzt fange ich an, Jogginghosen zu tragen, weil es sind, muss man ehrlicherweise sagen, die bequemsten Hosen. Ich habe mich allerdings, weil ich keinen Bock habe, richtig einzukaufen, im Internet auf Jogginghosen-Tour begeben und habe halt die Bilder nie richtig genau angeguckt. Und jetzt habe ich so eine Jogginghose, die ist so ein bisschen. Die viel zu groß ist. Nein, ne? Nee, die ist nicht zu groß. Warte mal. Jetzt muss ich kurz. Oh Gott, Entschuldigung. Und ich habe so eine Jogginghose, die oben ganz normal ist und dann ist hier unten aber so enger. Also ein bisschen so fast wie so eine Leggings oder wie so die Sportedition von so einer SS-Kleidung. Die Adidas SS-Edition, weißt du, diese alten Reiterhosen. Ja, ist aber auch ein bisschen angesagt, so eng mit so einem Streifen. Ja, genau, und das habe ich nämlich auch in Berlin gesehen, dass jeder zweite diese Hose getragen hat, bin ich einfach ohne Hose rumgelaufen, weil es so doof war, dass ich das die gleichen Hosen anhabe. Frech, kommt weiter. Wie diese ganzen Hipster. Ja, Punkt. So, hier, das ist hier. Auch richtig alter Schnack. Frech kommt weiter. Das hat man so in den 70ern, glaube ich, gesagt. Ja. Oder? Oh, Gott, so, wir haben fast. Ich kann auch nicht mehr, aber wir geben den Leuten noch. Leute, ich erzähle euch mal kurz, was mir heute passiert ist. Ich habe Olli angerufen. Olli war mega müde. Ich bin auch mega müde gewesen. Wir beide Podcast am Aufnehmen. Oh mein Gott, Leute. Und dann haben wir erstmal richtig lecker Alkohol getrunken. Und dann, oh mein Gott, Leute. Und dann ist Folgendes passiert. Dann waren wir beide so unglaublich müde, dass wir anders als sonst, wo wir dann immer Geschichten und Spinnen und sowas, einfach nur angefangen haben, irgendwelche Wikipedia-Artikel vorzulesen über Nacktmulle. Und dann haben wir uns in der Nacktmulle-Fantasiewelt reinfallen lassen. Dann haben wir so noch ein bisschen gefühlt. Und jetzt so nah war ich noch nie an dir dran, Olli. Ich wollte noch zwei Sachen sagen. Können wir noch was, wo wir gerade bei Erotik sind? Mir ist neulich aufgefallen. Hallo. Für sexuelle Vorlieben. Können wir noch was über sexuelle Vorlieben reden? Ja, klar. Bei sexuellen Vorlieben ist es gut, dass es neue Wörter im sexuellen Vokabular gibt. Zum Beispiel, früher hat man nicht kinky gesagt. Heute hat man einen Kink für irgendwas. Ich stehe zum Beispiel auf das, das ist mein Kink. Und weißt du, was das Ding ist? Früher war alles pervers. es gab nur pervers. Mal ganz ehrlich. Alles jenseits von Missionarstellung im heteronormativen Bereich ist pervers gewesen. Ja, und dann gab es auch diese Kontaktanzeigen früher in der Mopo, so Füße pervers oder so. Und das war einfach ein Typ, der Fußfetisch hatte, aber er hat geschrieben, Füße, Achtung, Füße pervers. Alles war pervers. Es ist so gut, dass das Kinky ist auch ein Wort, was ich relativ gut finde. Es klingt irgendwie niedlich und das ist mein Kink. Ist viel harmloser, als zu sagen, ja, ich bin fußpervers. Ich habe übrigens einen Fehler gemacht, letzte Sendung. Na? Als Mille Petrozza da war, über Corpse Grinder gesprochen habt. Habe ich gedacht, dass Grinder das sexuelle Grinden ist, aber das war doch, als Corpse Grinder ihre Blütephase hatten, gab es das sexuelle Grinden noch gar nicht. Da war es nur pervers. Stimmt, Corpse Grinder war damals einfach jemand, der die toten Leichen nochmal durch einen Fleischwolf gedreht hat. Findest du das nervig, wenn ich so ASMR mache? Hallo. Ja, ich glaube, unsere Hörer werden es auch nicht geiler finden, als ich jetzt wahrscheinlich gerade. Ach so, kinky. Man sagt jetzt kinky und wenn man nicht mindestens einen Kink hat, dann wird man gar nicht reingelassen in gewisse Kieze in das stimmt. Metropolen. Aber ich finde es schön, dass es das Wort Kink gibt. Das wollte ich also, eine kleine Randnotiz, von der ich noch erzählen wollte. Ja. So, jetzt atmen wir mal. Alles klar, hier liegt es. Ja, ihr liegt auf dem Bett. So, ihr habt euch Nur noch Socken an. Ihr habt nur noch Socken an und auf einmal. Der Rest kommt jetzt mal weg. Pass mal auf, Olli. Stell euch vor, ihr liegt im Bett.
Neben euch ist ein schöner, warmer Pinguin. Und auf einmal geht die Tür auf. Und da steht da eine nackte Mollkönigin. Und sagt zu euch, einer von euch beiden muss mich jetzt wegen. So. Geht aber kurz durch, was das bedeutet. Und dann kämpfst du gegen den Mann. Nee, gegen... Was für ein Nacktmull, Alter, was für Psychos. Was für ein Psychotier. Ja, so ist das alles, ne?